Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Venus von den heiteren Zwillingen in den familiären Krebs im 9. Haus, im Haus der Wahrheit, im Haus der Gerechtigkeit, aber natürlich auch jenes Haus, welches mit der Ferne zu tun hat, nicht nur mit höherem Wissen, sondern auch tatsächlich mit dem fernen Ausland. Und wir wissen, dass die Venus eine Doppelrolle spielt, und zwar aus der Stiersymbolik herauskommend, also zweites Haus, dass die Venus einerseits für Versorgung, für Ernährung, also Nahrungsaufnahme steht, weil Ernährung ist auch Krebs, sondern auch für Banken und Finanzen steht. Also das heißt, das Thema Venus-Übergang von einem in ein anderes Zeichen bedeutet auch immer sozusagen eine Anspielung auf das Banken- und Versorgungswesen. Und wir erkennen auch hier tatsächlich, dass die Spitze des zweiten Hauses in der Waage steht. Also das heißt, passt genau. Wie gesagt, im ersten, zweiten Teil haben wir schon die Pluto-Besetzung angesprochen. Und ich glaube, zuletzt haben wir dann auch über Jupiter, eingeschlossenen Herrscher des dritten Hauses, gesprochen, was natürlich in Bezug auf Wirtschaft und Finanzen, ich berichtige, Wirtschaft und Industrie, eine intensive Aussage ist, auch wegen der engen Gradbesetzung und natürlich auch im Hinblick auf Sternzeichen Widder, jetzt nicht unbedingt ein jetzt schon ein Quadrat bildet, aber wir sehen, dass sich hier ein Quadrat anbahnt. Schauen wir mal, ich glaube, es ist schon, naja, oh ja, doch, 22, 38, 27, 53, ja, geht sich schon um ein paar Minuten aus. Das heißt, wir sehen jetzt schon die Anbahnung dieses Mars-Jupiter-Quadrates und daraus sehen wir, dass wir hier natürlich auch eine Verspannung haben bezüglich der Kontrolle, weil Jupiter, hier ist er, Jupiter-Mars bedeutet immer übergroßen Mut, vielleicht Übermut, kann man vielleicht weniger Übermut, sondern eher Wagemut. Ja? Also das heißt, man geht hier ein unnötiges Risiko ein in Verkennung des Ernstes der Lage. Und wir sehen, Mars ist nicht nur Herrscher des 7. Hauses, sondern auch Herrscher des 8. Hauses und auch Herrscher des 3. Hauses. Also hier wiederum eine sehr starke Aussage, eine Verkettung natürlich von drei Informationen. Wir haben es hier mit Handel, mit dem Außenhandel zu tun, also Handelspartner aus der Ferne. Dann haben wir hier mit Schwierigkeiten, 8. Haus, Niedergang, Transformation und 3. Haus, passt natürlich zum Handelsthema sehr gut, zum Außenhandel, Handel, Wirtschaft und Industrie. Im 10. Haus, das ist quasi zur Chefsache erklärt worden und hat natürlich auch hier gravierende Auswirkungen, weil das 10. Haus bedeutet auch immer, dass es sich um ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr, sehr ernstes Thema handelt, welches sozusagen hier jetzt auch mit Ernsthaftigkeit bearbeitet werden muss. Also das heißt, dass wir hier nicht lachen können. Also das heißt, das 10. Haus ist jetzt nicht unbedingt das Land des Lächelns. Jupiter als eingeschlossener Herrscher des 3. Hauses verstärkt eigentlich nur die Aussage Handel, Wirtschaft und Industrie, und an der Spitze des 8. Hauses noch einmal eben eine Verschärfung dieser Botschaft, dass es wirklich mächtige Spannungen auf diesem Bereich gibt. Natürlich können wir hier Spitze 7. Haus, wie wir das in den letzten Horoskopen immer wieder schon so oft hatten, können wir natürlich auch, ja, die Lage im Osten mit einbeziehen, wo hier militärische Auseinandersetzungen derzeit stattfinden, und die laufen offensichtlich für uns nicht so gut, weil 7. und 8. Haus klingt jetzt nicht nach Sieg. Ja, die Venus gilt in der Astrologie als sozusagen als die Sieges Göttin, wenn man so möchte, aber dann sehen wir hier die Venus im Quadrat zur Spitze des 7. Hauses. Naja, ob das jetzt für einen Sieg steht, würde ich zu bezweifeln wagen, und auch das Quinkungs-Venus-Pluto ist jetzt auch nicht unbedingt sozusagen das Schlachtenglück verheißend. Wir haben an der Spitze des 10. Hauses, weil wir einen gestürzten Aszendent haben, Waage statt Widder, Spitze 10. Haus Krebs statt Steinbock. Das heißt, hier oben ist man auf Seiten der Stadt Zipaten sehr, sehr sensibel. Ja? Und sie sind hier Herrscher von 10, eingeschlossen im 3. Haus.
Naja, was würde das bedeuten, dass sie in der Wirtschaft, dass sie sich irgendwo in einem Magazin oder in irgendein Lager eingesperrt haben? Naja, glaube ich, jetzt ist nicht so wahrscheinlich. Was aber durchaus möglich ist, drittes Haus steht für Nachbarstaaten. Ja? Das heißt, dass sie sich derzeit zum Beispiel in benachbarten Ländern aufhalten. Also das würde dann auch dafür sprechen, dass man sich zu Absprachen trifft. Drittes Haus steht auch für Absprachen und eingeschlossen, meines Erachtens, steht auch für Geheimabsprachen. Und wir sehen auch hier Mond auf Löwegraden, also das heißt, wichtig sind sie. Und wir sehen auch hier ein Trigon, Spitze 11 des Haus Löwegrade, Mond Löwegrade. Also offensichtlich sind hier auch die Granden, ja, die Granden der Europäischen Union auch bei diesen Geheimabsprachen eingeschlossen im dritten Haus. Und schauen wir mal, was dabei herausschaut. Interessant wird es auf jeden Fall, weil der gehörige Druck ist ja schon vorhanden, denn Mond 11 Grad circa und Uranus circa 19 Grad gibt einen wundervollen Spiegelpunkt. Also das heißt, wir sehen auch hier, dass es wegen, ja, wegen des Wachstums im Lande natürlich sozusagen oder wegen des Verlustes des Wohlstandes, Herrscher von 5 und 8, auf die Stadt Zipaten großen Druck gibt. Natürlich kann man auch sagen, das fünfte Haus ist auch das Haus der verborgenen Eliten, die wir niemals zu Gesicht bekommen. Ja, kann auch sein, dass die hier im achten Haus halt eben versteckt sind. Das achte Haus ist natürlich auch die Macht der Großkonzerne. Gar keine Frage. Also wir haben hier sehr viele Interpretationsmöglichkeiten drinnen. Wir können sogar das Ganze ein bisschen schräger machen. Ja. Wir können zum Beispiel das elfte Haus für elektronische Maßnahmen nehmen. Das fünfte Haus können wir als das Thema Wachstum generell betrachten. Dann sehen wir in der Konjunktion Sonne, Uranus, sehen wir einen starken Einsatz, fünftes Haus eben mehr, von elektronischen Maßnahmen, welche sozusagen achtes Haus eine starke destruktive Wirkung ausüben. Ja, das kann man hier auch, wie gesagt, auch das kann man hier herauslesen. Leider ist halt Astrologie immer ein bisschen schwierig. Ja, welcher Astrologe hat das gesagt? Wird das Zitat gelautet, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Ja, das ist bemerkenswert. Ich weiß, den Merkur habe ich noch nicht angesprochen und ich habe auch noch nicht die Halbsumme Jupiter, Merkur, Uranus angesprochen, kommt auch noch. Und ja, und wir haben auch noch einen Spiegelpunkt zwischen, ja, es ist ein schräger Spiegelpunkt, ja, zwischen Merkur und Uranus, aber da schauen wir das gleich, nein, Merkur, ich habe es falsch gelesen, Merkur-Mars, Verzeihung, zwischen Merkur und Mars, das geht sich auch wunderschön aus, Merkur 7 Grad 8, 54 und Mars 22, 38 geht zusammen, ist ein bisschen mehr, aber weil der Merkur, das passt schon. Also das ist derzeit ein Spiegelpunkt und wir sehen hier, Merkur, Mars steht natürlich auch für die Gewalt der Worte, für die Impulsivität der Worte und natürlich, der Mars im Krebs ist natürlich sehr sensibel und der möchte sich hier halt jetzt eruptiv artikulieren. Und Merkur ist natürlich wegen seiner Rückläufigkeit sehr gebremst, sehr geschwächt und das heißt, hier artikuliert man sich eher in Gedankenform. Aber die Gedanken sind jetzt ganz schön tief, ja, also das heißt ganz schön destruktiv. Wer ist der Merkur? Merkur ist das Herrscher des 12. Hauses im 8. Haus. Also das heißt, hier haben wir, also hier können sich, es ist jetzt schwierig, ja, weil das zwölfte Haus steht natürlich für Mystik, das achte Haus steht für Magie. Also das heißt, dass hier die Methoden durchaus verfeinert worden sein könnten, aber wegen der Rückläufigkeit, dass das hier nicht funktioniert. Also das heißt, zum Glück, ja, zum Glück funktioniert das nicht hier und hier sehen wir auch ein starkes Erregungspotenzial. Ein starkes Erregungspotenzial. Merkur ist auch eingeschlossener Herrscher des 9. Hauses und das heißt, hier sehen wir einen Niedergangsprozess im Wilden Westen, der wegen der Rückläufigkeit jetzt ein bisschen sich verlangsamt hat. Also das heißt, jetzt wurde mal ein bisschen ein Gang zurückgeschaltet. Das heißt, man hat eine Art Zwischenplateau erreicht. Das heißt, es geht nicht in einem Ruck die 500 Meter Absturz, sondern jetzt ist man mal auf dem 100 Meter Plateau angekommen und wird aber dann wieder an Fahrt aufnehmen, gar keine Frage. Wir haben hier den Spiegelpunkt Jupiter, Uranus, Merkur und wie gestern schon gesagt, steht das für Gedanken,
Reichtum, Organisationstalent, Neuerungen. Ich würde sagen, es steht in erster Linie für sehr, sehr tiefgründige, für sehr abgründige, für sehr destruktive Gedanken, weil wir das hier eben alles im achten Haus haben. Also das heißt, auch hier eben, wie gesagt, ein sehr skorpionisch betontes Horoskop. Habe ich jemanden vergessen? Neptun als Herrscherin des sechsten Hauses auf dezenten Löwegraden, was ich so sehe, 10 Grad 17, richtig, also das bedeutet, naja, das bedeutet, was bedeuten Löwegrade? Löwegraden bedeuten das, was sie sind, weil das ist ja das Krankheitshaus, ja, Herz. Das heißt, wir haben hier das Herzthema, mysteriöse Herzerkrankungen heißt das, ja. Spitze 6. Haus in den Fischen auf Löwegraden, mysteriöse Herzerkrankungen und Neptun ist hier sehr, sehr stark. Neptun ist sehr, sehr stark, deswegen, ich habe auch geschaut, wegen eines Aspektes hinauf in das 8. Haus, Spiegelpunkt oder was könnten wir sonst noch sagen, aber so auf die Schnelle habe ich jetzt nichts gesehen und wie auch immer, wir sehen auf jeden Fall dieses Thema sehr, sehr schwierig besetzt und das, ich gehe nochmal schnell eine Runde durch, was ich vergessen haben könnte, ja, nördlicher Mondknoten im 8. Haus, tja, ist auch, ja, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte, genau, ich habe nachgedacht, ich wusste, ich habe noch etwas zu tun, die Zahlen rein, wie versprochen, wir haben morgen 7.05.2023, wir haben die 7, die 12, die 14, die doppelte 16, habe ich mich ganz offensichtlich verrechnet. Aber das kann ich, na, habe ich nicht verrechnet, nein. 7, 12, 14, 16, 19, passt schon, habe ich alles richtig gemacht. Ja, wenn ich schnell machen möchte, du verstehst das wahrscheinlich, dann kommen die Fehler. Die 7 ist sozusagen hart am geschenkten Sieg, ohne Fleiß kein Preis. Naja, ist das jetzt in diesem Horoskop herauszulesen? Eher das da, ja, eher das. Die 12, der Gehängte sozusagen durch Bürden und Lasten zu sich finden. Und hier sehen wir einen doppelten Prozess. Wir sehen auf der einen Seite Herrscher 4. Haus Saturn, Spitze 4. Haus im Steinbock, da könnte schon mal die 12 drinnen stecken. Wir sehen aber auch Herrscher von 10 in, naja, das weiß nicht, ob der Spiegelpunkt zu Uranus ausreichend ist. Das ist mir jetzt nicht so, ja, der kommt mir jetzt nicht so extrem rein. Der Spiegelpunkt, natürlich sind sie aufgeregt, natürlich sind sie wütend und erregt und natürlich versuchen sie sozusagen sich in irgendeiner Art und Weise zu retten, weil Mond, Uranus steht ja auch für Einzelgängertum, das heißt, da werden sich einige jetzt auch trennen. Ja, viele Wege werden sich jetzt hier durchaus trennen. Wir sehen hier die 14 an dritter und vierter Stelle, die 14, die Mäßigkeit, gut, das ist auch mit Spitze 4. Haus im Steinbock schnell erklärt. Interessant ist, dass hier der Uranus, die 16, stark vertreten ist. Ja, tatsächlich. Über die Sonne-Saturn, Sonne-Uranus-Konjunktion sehen wir Uranus hier, die 16, stark vertreten. Aber auch über den Spiegelpunkt Mond-Uranus 8. Haus sehen wir ebenfalls. Ja. Das ist hier natürlich, steht Mond auch für die Bevölkerung. Uranus steht in dem Fall Herrscher des 5. Hauses auch für Wohlstand. Das heißt, hier kann es eben in den nächsten Wochen zu starken, rasanten Verlusten des Wohlstandes kommen. Ja, das 11. Haus kann man auch für Freundeskreise nehmen. Für Freundeskreise, das heißt hier, ja, für Gruppierungen, ja. Innerhalb von Gruppierungen kann es hier auch zu rasanten Veränderungen kommen, würde ich sagen, wäre gar nicht so schlecht, weil wenn ich das jetzt noch einmal anders umdeute, also nicht als Strom oder Elektrik oder Elektronik, sondern als Freundeskreise, 11. Haus und Uranus, 5. Haus, das ist sozusagen Wachstum, Kreativität, dann könnte ich hier auch sagen, dass sich hier 8. Haus im Untergrund zahlreiche, 5. Haus zahlreich, 11. Haus Gruppen bilden. Auch das wäre eine interessante Interpretation. Und da würde das natürlich mit Mondherrscher des oder Herrscherin des 10. Hauses einen ganz anderen Sinn ergeben, weil dann hätten wir hier nämlich die Geburt einer Art Opposition. Aber das darf ich ja nicht allzu laut sagen. Die 19, die Sonne, tut mir leid, also da muss ich passen, die finde ich überhaupt nicht. Das Rad des Schicksals,
Sonne, naja, na, das ist mir ein bisschen zu dünn. Aber die 1 wegen Pluto würde ich sagen, ja, Pluto spielt in diesem Horoskop wegen des Quinkungs zur Venus Hauptdarstellerin eine große Rolle. So, schauen wir in die neue Zahlenreihe 18, 20, 21, 28, doppelte 32, daraus resultierend die 5. Die 18 steht für Täuschung. Das Ende der Täuschung, naja, das Ende der Täuschung würde ich am ehesten sehen. Herrscher von 12 in 8 rückläufig, vielleicht auch wegen des Spielpunktes zum Mars, dass hier jetzt doch rasante Erkenntnisprozesse vonstatten gehen. Die 20, das Gericht, also das heißt, dass hier einiges zu Ende geht, würde ich sagen, sehen wir hier an der unglaublich starken Besetzung des 8. Hauses mit 1, 2, 3, 4 Planeten und Venus, Quinkungs, Pluto. Ja, also die 20 ist für mich hier überstark repräsentiert. Die 21, höchstes Glück auf Erden. Da habe ich jetzt ähnlich wie bei der Sonne ein bisschen Schwierigkeiten. Wo sollte das höchste Glück sein? Weil Jupiter wäre ja der Glücksplanet im 8. Haus. Am ehesten noch die Venus im 9. Haus. Aber das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Dann haben wir hier die 28, die große Sturheitszahl, alles soll so bleiben, wie es ist, nichts soll sich verändern. Haben wir hier die 28, wir haben sehr wohl ein Quadrat zwischen den beiden Hauptachsen auf 1 Grad. Ich glaube, hier haben wir 3,30, hier haben wir 4,30. Das heißt, wir haben hier natürlich eine heftige Verspannung, das ist gar keine Frage. Nur, ob das jetzt so diese super feste Besetzung ist, schwer zu sagen, also das heißt die 28, vielleicht wegen der starken Stierbesetzung im 8. Haus, das könnte schon auch eine durchaus starke Rolle spielen. Die 32, die kleine Rüttelzahl, man sollte aufpassen, was man tut, weil sich eben Fehler relativ schnell bezahlt machen, also das heißt, es kommt schnell zurück. Sehen wir hier die 32, das ist natürlich jetzt sehr schwierig zu sagen. Ja. Das ist sehr schwierig zu sagen, hängt immer zusammen auch mit der Bevölkerung so ein bisschen. Aber hier hätte ich jetzt generell gesagt, es ist immer gut, wenn man aufpasst, was man tut. Als letzte Zahl haben wir Jupiter und die 5, den Hohepriester. Ja, kann man durchaus sagen, wegen Jupiter starke Besetzung, Hausspitze 8. Haus und wegen Venus im 9. Haus und gleichzeitig Herrscherin von 9 in 9. Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt sagen, sind die beiden Zahlen rein jetzt nicht so immens schlagend. Also springen wir in den letzten Teil für heute. Und du weißt, 19:50 Uhr, 18:50 Uhr, egal wann du auch immer Zeit hast, jeder Zeitpunkt ist gut. Hauptsache, wir bleiben im Vertrauen, wir bleiben sozusagen in der absoluten Bewusstheit, dass es nicht nur gut ausgeht. Ich habe immer gesagt, wir haben schon gewonnen und das stimmt auch, wir haben bereits gewonnen. Bitte aber auch immer bedenken, dass das, was die in Jahrtausenden aufgebaut haben, eben jetzt nicht so mir nichts, dir nichts über Nacht verschwinden kann. Ja? Und wir müssen auch immer bedenken, dass es viele, viele Millionen Nutznießer deren Systems gibt und das ist natürlich auch etwas, was eben auch seine Zeit braucht. Aber wie gesagt, 1, 2, 3 Minuten, bitte positive, liebevolle Bilder. Es ist auch wunderbar, wenn du hinausgehst in die Natur, dort ein bisschen meditierst oder dich in den Garten setzt. Auch eine großartige Sache, habe ich auch gemacht die letzten Tage. Hat eine wunderbare, entspannende Wirkung. Gut, ansonsten habe ich alles gesagt und ich will dir deine Zeit jetzt nicht stehlen, weil ich weiß, jetzt haben wir Gottes Willen die Krönungszeremonie. Jetzt habe ich dich, ich hab die Cloud verpasst. Gut, in dem Sinne, alles Liebe, einen gelungenen Samstag, keltischen Sonntag haben wir heute, dein Astrowolf. Ende.